gut, ne? Jetzt schleudern. Guck mal. Ja, schön. Hier. Aber egal. Ich sehe aus wie ein Schwein. Das ist extra für Pizza. Ich hätte immer gerne Lady Diana mal kennengelernt. Oder auch zum Schneeschieben. So. Ist da ein Rechtschreibfehler drin? Ich glaube nicht. Nein. Ich bin schon mal gut. Okay. Sein Spitzname ist der Tiger. Er ist Vereinsfußballer des Jahres. Man kennt ihn als weltbesten Mittelfeldspieler. Er ist humorvoll, provokant, er zeigt klare Kante. Heute Moderator und Experte. Ich treffe mich mit Steffen Effenberg. Moin! Herzlich willkommen in der Reportage. Herzlich willkommen im Lucacelli. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für die Einladung. Ich glaube, ich entführe dich direkt in die Küche, weil wir gehen Pizza backen. Los geht's! Ah, ja, okay. Und dann nach vorne und dann zu. Besser Bauch kommt zu. So, du sagst, was ihr machen sollt. Okay. Ja, jetzt machen Sie selber. Aber so besser. Ja, ja. So gut, ne? Jetzt schleudern. Guck mal. Ja, schön. Hier. Aber egal. Ich will kleine Pizza, weißt du? Nicht große. Okay, ich will so. Alles gut. Guck mal. Ich sehe aus wie ein Schwein, aber ich glaube, Küche ist, glaube ich, so, ne? Das beste Rezept für jede italienische Küche ist die Geheimzutat und die ist die Liebe. Liebe und weißt du was noch? Nee. Gutes Olivenöl. Oh ja. Das ist entscheidend. Finito. Und das für die Pizza und zum Schnee schieben. Schieb mal bitte drauf. Tschüss, bis gleich. So. Oh, da ist so heiß. Da ist zu heiß? Okay. Nein, ist okay. Jetzt geht es. Jetzt geht nicht mehr. Das ist schon verbrannt, einer. Das ist zu tief. Ich mach weg. Ja, mach weg. Ein bisschen. Meine gut, ne? Ja. Seine verbrannt. Wow. Oh. Jetzt kriegen wir unsere eigene Pizza, Stefan. Nein, ich finde schon, dass wir es gut hingekriegt haben, ne? Kann man essen. Wie gut kannst du kochen und was ist dein Favorit in der Küche? Oder lässt du kochen? Nein, also ich koche tatsächlich selber. Ich will mich nicht selber loben, aber ich glaube, ganz in Ordnung. Hab mir das selber angeeignet, viel abgeguckt, bei Top-Köchen auch, ob es jetzt Holger Strumberg oder Alfons Schubeck, ne, da hat man schon mal über die Schulter geschaut. Und dann experimentieren in der Küche. Also mir macht das auch tierisch Spaß. Gibt es was in deinem Kühlschrank nicht fehlen darf? Milch. Warum? Weil ich bis zu 1,5 oder 2 Liter am Tag Milch trinke, ja, schon mein Leben lang. Jetzt hast du lange aktiv Fußball gespielt, jetzt bist du Experte, Moderator und ja nach wie vor im Fußballgeschehen drin. Was ist anders heute als früher? Wie schaust du dir Fußball an? Dann muss ich dir die Frage stellen, wie schaust du denn Fußball? Als Fan wahrscheinlich und hast einen dicken Hals, wenn Fehlpass gespielt wird. Machst dir aber wahrscheinlich keinen Kopf, warum der Fehlpass gespielt wurde. Also ich sehe ja nur die Ergebnisse. Ich freue mich, wenn meine Mannschaft gewinnt. Wer ist denn deine Mannschaft? Ich bin natürlich in Hamburg und der Raute ein bisschen anhängig, also ich bin HSV-Anhänger. Okay. Ja, mittlerweile gewinnen sie ja die Spiele. Immer verbunden mit viel Risiko, aber sie spielen einen offensiven Fußball, einen guten Fußball, kann man sich gut angucken. Ich sehe das natürlich ein bisschen anders. Also ich sehe jetzt nicht den Fehler, der gemacht wurde, der dann zum Gegentor führte oder wie auch immer, sondern ich sehe die ganze Entstehung dann. Also wir, sag ich mal, die aktiv waren auf dem hohen Niveau über Jahre hinweg, wir scannen mehr oder weniger, würde ich mal sagen, den Fußball so ein bisschen. Ein bisschen die Birdview wahrscheinlich. So richtig auch ins Detail natürlich gehend. Mhm. Deswegen, wenn wir mal theoretisch zusammen Fußball gucken würden, ein Spiel über 90 Minuten, wirst du von mir eigentlich keinen Kommentar hören, weil ich so dann fokussiert bin, es sei denn, ich kommentiere mit. Dann ist es natürlich eine andere Geschichte. Aber wenn wir privat gucken würden, müsste es auch relativ ruhig sein. Also bist du dann ruhig und kannst dann hinterher analysieren und sagen, was war eigentlich passiert? Ja, das kann ich dir dann erklären. Lass mal über Essen reden. Wenn du dir drei Persönlichkeiten aussuchen dürftest, geschichtlich oder wem auch immer, mit dem du zum Essen einladen kannst, wer wäre das? Dann wäre es auf jeden Fall der aktuelle Bundeskanzler, Olaf Scholz. Mhm. Einfach mal so über die Situation mal reden, ohne dass das Mikro an ist. Mhm. Genau. Das würde mich schon interessieren. Früher leider verstorben. Ich hätte immer gerne Lady Diana mal kennengelernt und getroffen.
Die fand ich früher in der Zeit, da habe ich, weiß ich ja noch, in Florenz und in München-Gladbach gespielt, ich fand die einfach wunderschön. Mhm. Und wenn du sie gesehen hast, halt in den Bildern immer sehr, sehr scheu. Mhm. Und das so, die hatte irgendwas Verborgenes, aber irgendwas auch mega Spannendes und Interessantes. Und mit dem ganzen Umfeld, keine Ahnung, also mit der hätte ich mich schon gerne mal getroffen und einfach mal Pizza gegessen. Die Fußballer könnte ich ja treffen, aber das ist eine Diskussion auf dann unserem Niveau in unserer Welt. Mich würden da wirklich eher so, oder Joe Biden oder irgendwie sowas, das würde mich interessieren. Wirklich, mal weg vom Sport dann. Sport hat ja was mit Essen oder mit guter Ernährung zu tun, eine Pizza im Trainingsplan. Wie lief das oder wie läuft das? Also wir wurden ja auch damals schon geführt von Alfons Schumbeck damals, der im FC Bayern ja sehr, sehr verbunden war, auch immer mit auf unsere Reisen gekommen ist, wenn wir Champions League gespielt haben. Und er hat uns natürlich auch gesagt, was wir machen müssen, um die Leistung zu unterstützen. Und da war Pizza eher No-Go, sage ich mal. Okay. Ja, aber wenn wir mal eine spielfreie Woche hatten, also sprich Länderspielpause, dann hat uns der Ottmar Hitzfeld auch mal 2 oder 3 Tage freigegeben und hat gesagt, so jetzt könnt ihr mal das machen, worauf ihr eigentlich das ganze Jahr über verzichtet. Also es ist viel Disziplin, man, in der Küche ist ja auch viel Disziplin. Also bei allen Hochleistungssportlern, also nicht nur, wir reden jetzt über den Fußball, bei allen. Ich glaube, dass viele auch so sehen, wenn man nur Vierter wird oder Fünfter, ja, keine Medaille. Was aber diese Leute, ob es jetzt Biathlon ist oder egal, von der Schanze runter, was die investieren müssen, um eben genau auf dem Punkt diese Leistung abzurufen, das verdient allerhöchsten Respekt. Und das genau dasselbe ist bei den Fußballspielern auch. Wenn du mal den Ball daneben schießt, sagst du, oh, ist der blind. Ah, stopp. Also man muss mal die ganze Geschichte, was man alles dafür tut, und er macht das ja nicht mit Absicht, dann kann man das schon relativ schnell relativieren und auch erklären, ja, was für ein Opfer sie auch bringen. Also ich kann von meiner Seite aus mal sagen, um überhaupt dahin zu kommen, einen Vertrag zu unterschreiben, was ja schon mal ein großer Sprung ist, aber daraufhin musst du ja noch mehr Gas geben, um auch zu spielen. Um da hinzukommen, gibst du ja deine ganze Jugend auf. Am Wochenende mal Diskothek und hier, das gab es bei mir nicht. Also der Fußball hat mir ja immer Spaß gemacht und ich habe das einfach geliebt. Und dann bin ich in dem Verein angemeldet worden, das war dann auch toll, im Team zu spielen, für andere auch da zu sein. Und dann hat sich das einfach entwickelt, dass irgendwann kam die Hamburger Auswahl. Das war schon ein riesiger Schritt, dahin berufen zu werden, um die Hansestadt Hamburg zu vertreten beim Länderpokal in Duisburg. Und das macht dich ja schon stolz. Und dann hast du, ja, ich will mal sagen, so ein bisschen Blut geleckt und hast gesagt, hey, vielleicht ist da ja noch mehr. Ja. Genau. Und was ist passiert? Wir fahren mit Hamburg zum Länderpokal nach Duisburg und gewinnen den. Und dann standst du natürlich extrem unter Beobachtung. Dadurch kam ja dieses Probetraining damals bei Borussia Mönchengladbach mit Jupp Heynckes. Und die habe ich dann in diesen 5 Tagen, das waren die wichtigsten 5 Tage meines Lebens, muss ich dazu sagen. Okay. Die haben mich dann nach 5 Tagen unter Vertrag genommen. Es waren 5 Leute da zum Probetraining. Alle 4 wurden nach Hause geschickt und ich habe einen Vertrag bekommen. Und das nochmal, also das waren die wichtigsten 5 Tage meines Lebens damals. Irgendwann spürst du, dass da eine Möglichkeit besteht, dass du Talent hast, dass du auch den Wille hast, der eigentlich Talent schlägt. Also der Wille wird immer im Sport Talent schlagen, auf Strecke. Okay. Ich war beim HSV damals, haben sie noch im Ochsenzoll gespielt, mit Manny Kals, Horst Rubisch, Bernd Wehmeier, vielleicht kennst du die, Holger Hieronymus, Jimmy Hartwig, diese ganzen, Uli Stein, diese Generation war das. Und ich bin dorthin gefahren, um zu gucken, wie die trainieren, habe mir das im Kopf abgespeichert, bin nach Hause und habe versucht, das für mich so umzusetzen. Ja, dann habe ich gehört, die machen auch Waldläufe. Hab ich gesagt, oh. Und dann bin ich halt bei uns da im Wald, Omoor damals, losmarschiert und habe meine Waldläufe gemacht in den jungen Jahren, weil ich gedacht habe, wenn die das machen, dann muss ich ja jetzt damit anfangen, um irgendwann da auch zu spielen. Jetzt bist du nicht nur bekannt dafür, dass du ein toller Fußballer warst und bist, sondern auch dafür, dass du immer klare Worte gefunden hast. Wir sagen mal, die klare Kante gezeigt hast. Ja. War das schon als Kind so? Und wie wichtig war dir das in meinem Leben? Also ich habe unwahrscheinlich viel Freiheiten bekommen von meinen Eltern. Also auch Dinge auszuprobieren, auch mal auf die Schnauze zu fallen, gehört auch dazu. Aber das muss man, um sich eben weiterzuentwickeln, um aus das Selbstbewusstsein zu stärken. Wenn du nur in so eine Schablone reingepresst wirst, dann kannst du dich nicht frei entwickeln. Also das Glück hatte ich schon mal, ne? In jungen Jahren. Und das hat sich immer weiter dann entwickelt. Und
eine sagt große Klappe oder wie auch immer. Ich habe meine Meinung und da stehe ich auch zu. Ne? Es war ja auch nicht alles gut, was ich mal gesagt habe, keine Frage. Aber man sollte zu den Dingen, die man sagt, schon stehen, beziehungsweise sich entschuldigen, wenn es wirklich falsch war. Damit habe ich auch gar kein Problem. Aber ein Selbstbewusstsein wächst dann auch mit der Aufgabe und du wächst auch an der Aufgabe. Also sprich, in meiner ganzen Karriere eigentlich, ich war immer Kapitän. Und wenn du dieses Amt bekleidest, dann tut das der Trainer, weil er dir vertraut und es auch in dir sieht. Was heißt das für dich? Willst du das überhaupt? Ja, ich will das. Also muss ich es tragen und bin im Endeffekt auch mitverantwortlich für die anderen 20, die da mit hinten dran hängen. Aber das hat mit der Kindheit zu tun, so wie ich das eigentlich gesagt habe. Also ich hatte auch immer meine Eltern im Rücken. Also nicht vor mir, die immer den Finger gehoben haben und haben gesagt, Stefan, du musst das und du musst... Nein, gar nicht. Sie haben gesagt, mach, denk drüber nach, mach. Und ich glaube, das war der entscheidende Zug von meinen Eltern, dass ich mich dahin genau so selbstbewusst entwickelt habe. Fehlt das heute dem Fußball oder dem Sport, dass es Menschen wie dich heute nicht mehr gibt oder gefühlt nicht mehr gibt, die, ich sag mal, Tacheles reden? Also das ist schon den sozialen Medien auch geschuldet. Ne? Also heute sind es ja fast alle Fußballer mehr oder weniger gefühlt Selbstvermarkter. Sie vermarkten sich selber über die sozialen. Marke, genau. Genau, also gehen gar nicht mehr den Weg zu den Medien und werden konfrontiert mit denen, sondern das machen die immer für sich mehr oder weniger alleine. Darüber hinaus werden sie extrem geschützt vom Elternhaus, Berater und vom Verein. Das hatte man früher nicht. Früher gab es keine sozialen Medien. Ja. Wir hatten auch zu meiner Zeit am Anfang noch keine Handys. Also das gesprochene Wort wurde dann auch am nächsten Tag gedruckt und dann hast du entweder Druck gekriegt vom Trainer, der das nicht gut fand, oder der Trainer hat gesagt, hey, tolles Interview von dir. Heute wird das halt alles dreifach und chemisch gereinigt. Ja. Das war früher anders. Also war nicht schlecht. Deswegen konnten wir uns auch so entwickeln. Das werden wir aber in der heutigen Zeit oder in der Zukunft nie mehr erleben. Solche Typen. Gab es ja einige. Genau. Jetzt kannst du dich auf unserer Serviette verewigen. So bescheuert, wie sie es anhört, würde ich jetzt da drauf schreiben, was ich allen, nicht nur Hamburgern, sondern wirklich allen wünsche, ist wirklich Gesundheit. Mehr geht nicht. So, und wenn du das hast, kannst du auf alles andere der Rest kannst du aufbauen. Geht dann. Genau. Ja. Grün, wie die Hoffnung? Für den Wunsch ist grün gut. Dass sie auch wissen, wer das war. Was uns Stefan Effenberg, Effe, wieder auf den Weg gibt. Nicht nur uns, sondern allen.